bitte, was? Wie groß ist das denn bitte schön? Alter, bitte was? Alter, wie krank ist das denn? Junge, der Typ ist so gestört. Was macht er denn? Freunde, wenn ihr auch der Meinung seid, dass dieser Spieler gebannt werden soll, dann lasst doch jetzt mal einen Daumen oben da. Freunde, ganz kurz, bevor das Video losgeht, da mich immer mal wieder Leute fragen. Wir haben jetzt einen komplett neuen Shop mit komplett neuen Rängen, die alle komplett neue Rechte haben. Mega cool. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Mit dem Code SKYGUY bekommt ihr momentan 15% Rabatt. Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Das wollte ich einfach nur mal ganz kurz gesagt haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin heute mal wieder auf durchrasten.de. Das ist mein City-Build-Server zusammen mit dem lieben Fox. Und Freunde, ganz wichtig, hört mir zu. Jetzt in diesem Moment, wo dieses Video rauskommt, bin ich zusammen mit dem lieben Fox auf City Build Frozen. Wir zocken mit euch zusammen, wir spielen mit euch eine Runde, schreiben mit euch, wir können Screenshots machen, worauf ihr Bock habt. Ganz wichtig, aber jetzt auf durchrasten.de joinen. Die Server-IP findet ihr in der Videobeschreibung. Nur wenn ihr Bock drauf habt, es würde mich mega freuen. Also, Freunde, ich muss euch mal ganz kurz eine Story erzählen. Und zwar, ihr seht ja dieses Grundstück da. Und ich bin hier schon auf dem GS gewesen. Und mit diesem Plot-Owner habe ich auch schon ein bisschen geschrieben, habe ein bisschen Vertrauen mit dem aufgebaut, habe dem ein paar Dias geschenkt. Und der verkauft hier wohl irgendwie, der verkauft hier Goldäpfel für 10, nee, nicht 10, für 100 Ingame-Euro. Und Freunde, das ist so unglaublich günstig. Deswegen ist er auch aufgefallen. Das kann aber noch irgendwie im entferntesten Sinne möglich sein. Aber warte, was ist da? Wo geht er da gerade hin? Warte. Das muss ich mir jetzt angucken. Ich gehe mal ganz kurz in den Game Mode 3. Und das muss ich mir jetzt. Was ist das? Bitte was? Okay, Freunde, bitte vergesst die Aussage von gerade eben, dass ich gesagt habe, dass es möglich sein kann. Der hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der hat hier, Alter, der hat hier 30 Stacks Goldäpfel. WTF. Okay, das kann echt nicht sein. Keine Ahnung, wie der daran gekommen ist. Den werden wir gleich auf jeden Fall fragen, weil wie gesagt, wir haben schon ein bisschen Vertrauen aufgebaut. Ich habe dem gerade ein paar Dias geschenkt und er hat mir auch schon, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, der hat mir auch gerade 29 OP-Äpfel gegeben und ich sollte ihm einfach nur 1000 Euro geben, weil der meinte, ich wäre ganz nett gewesen. Und als ich mit dem geschrieben habe, hat er so ein paar Andeutungen gemacht, die echt komisch sind. Er meinte so, ja, der Server hier ist eh kacke und dass die eh nur Kacklappen spielen. Und da denke ich mir so, hä? Warum spielt er denn hier, wenn er den Server eh kacke findet? Und er meinte, er hat irgendwie von einem Masterplan geredet und auch irgendwie, dass er den Server hier dass er den Server hier zerstören will und so ein Scheiß. Und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal, ich glaube, ich bin sowieso die ganze Zeit nicht im Vanish, nee. Wir werden jetzt einfach mal den mal wieder anschreiben. Ach, er schreibt mir schon. Ey, bist du wieder da? Könnte dir später etwas zeigen, schreibt er. Okay, da bin ich doch mal gespannt. Ich werde ihm einfach mal eine Nachricht schreiben mit, ja, ich bin wieder da. Und dann frage ich ihn einfach mal noch, was er mir denn zeigen will. Das würde mich mal interessieren. Oh, ich sollte vielleicht seinen Namen schreiben, wenn ich ihm eine MSG schreibe. Und das würde mich echt interessieren, weil er hat hier wirklich, er war so anti-eingestellt gegenüber dem Server. Er schreibt, boah, Junge, diese Supporter nerven so hart. Hä, wieso nerven dich so? Natürlich nerven dich die Supporter, wenn du hier was Verbotenes tust. Ist auch kein Ding. Wieso nerven... Er schreibt, habe einen krassen Plan. WTF. Was denn für ein Plan? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was denn für ein Plan? Kann ich dir vertrauen, schreibt er. Ja, na klar kannst du mir vertrauen. Also mir kannst du immer vertrauen. So, sag mir deinen Plan, los. Gib mir deine Rüstung als Zeichen des Vertrauens. Oh, Freunde, nicht, dass er mich jetzt abziehen will. Aber ich gebe ihm einfach mal meine Rüstung jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, er schreibt einfach okay. Und jetzt sagt er mir seinen Plan. Ich bin echt gespannt, was sein Plan ist.
Komm mit, aber sag das keinem. Hä, wo soll ich denn mit hinkommen? Sonst hast du mich als Freund. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Was will er mir denn jetzt so Geheimes zeigen? Ach, hier geht's noch runter. Das kenne ich noch gar nicht. Was steht da? Kernfusionsanlage? Warum habe ich das denn übersehen? WTF. Okay, was ist das? Warte, ich muss mal ganz kurz den Shader ausmachen, damit wir das Ganze hier besser sehen. Was ist das? Leckmaschine? Ach, deswegen! Freunde, ich muss euch ganz kurz eine Story dazu erzählen. Und zwar, Freunde, dieses Grundstück, wir haben so ein Plugin, da kann man sehen, welches Grundstück viel Leistung zieht. Und dieses Grundstück hier zieht am meisten Leistung auf dem gesamten Server. Und wir haben uns nämlich schon gewundert, wir haben gedacht, das wäre ein Bug oder so, aber das erklärt ja alles. Das hier ist die Version 2 und jetzt zeige ich dir die Megamaschine. Was ist das? Hauptmaschinenraum? Bitte, was? Wie groß ist das denn bitte schön? Alter! Alter! Warte, ich muss ihm mal schreiben, nicht, dass er Verdacht schrift. WTF. Krass, und dann noch ein Lachsmiley. Das hier soll den Server zum Crashen bringen. Und das Ding ist, das bringt nur das Grundstück ein wenig zum Laggen. Das liegt daran, dass wir sehr gute Server haben. Auf anderen Servern wird das vielleicht den Server ein bisschen zum Laggen bringen, aber bei uns bringt das absolut gar nichts. Ich frage ihn mal, ob das was bringt. Bringt das denn was? Weil, der muss ja checken, dass das nichts bringt. Das bringt vielleicht sein Grundstück minimal zum Laggen, aber mehr auch nicht. Weil wir, wie gesagt, sehr gute Server haben und auf denen passiert sowas nicht. Bis jetzt noch nicht. Er schreibt, also erstmal schreibt er, soll ich die Maschine anmachen? Und dann schreibt er, bis jetzt noch nicht, aber bald. Muhahaha. Ach, er will jetzt die Maschine anmachen, Freunde. Das interessiert mich jetzt, okay? Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich schreibe ihm einfach mal, ja, mach an. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt macht er die angebliche Lag-Maschine an. Okay. Bitte was? Alter, wie krank ist das denn? Junge, der Typ ist so gestört. Was macht er denn? Okay. Ich schreibe ihm jetzt nochmal krass und nochmal ein Lachsmiley. Und jetzt schreibe ich ihm nochmal, um ihn ein bisschen zu provozieren, aber es laggt ja nichts. Die mache ich größer. Ach, der will die noch größer machen. Okay. Naja, da könnt die, da, ohne Scheiß, da könnt die Maschine gefühlt 30 Mal so groß machen und das wird den Server nicht zum Laggen bringen. Er könnte die selbst 100 Mal zu groß machen. Freunde, wir haben so gute Server, das bringt einfach gar nichts. Ach, er wird direkt pumpig und schreibt, ja, halt die Fresse, das kommt bald. Ich frage ihn mal, wie viel größer er die noch machen will. Einfach, um mal abzuschätzen. Wie viel größer denn? Ja, der soll mich jetzt hier mal rauslassen, der Scheißknecht. Ich hol mir bald Griefer Gott und dann habe ich ein riesen GS und mach das da. Okay. Die ist circa 60 Mal größer. Ja, wie gesagt, 60 Mal größer wird den Server auch um Länge nicht zum Abstürzen bringen. Und da, was er da gerade schreibt, da kann ich euch mal noch was zu erzählen. Und zwar könnt ihr ab einem bestimmten Premium-Rang, Emerald, könnt ihr nämlich größere Grundstücke haben. Das könnt ihr einmal abchecken, wenn ihr Bock habt. So, und ich würde sagen, ach, er hat die jetzt wieder ausgemacht. Wie gesagt, einfach nur mega krank. Wie gesagt, es bringt den Server nicht zum Laggen. Aber es ist einfach nur mega asozial, weil dieser Typ, der ist hier ja wirklich nur pur auf dem Server, um dem Server zu schaden. Und solche Spieler, wirklich ohne Scheiß, brauchen wir einfach nicht. Deswegen würde ich einfach mal Folgendes sagen, okay? Wir werden jetzt uns erstmal zu erkennen geben.
Ja, wir werden uns jetzt erstmal zu erkennen geben. Ich bin ja schon gerade im Game-Mode und ich mache jetzt einfach mal seine Maschine aus. Und jetzt werde ich mal... was schreibe ich denn mal am besten? Ich mache mal slash alert. Wer will einen Community Grief? Was er schreibt noch? Diese dummen Abonnenten von diesem Hurenkind. Was? Also jetzt geht's ja mal irgendwann mal zu weit. Wirklich. Er war gerade... Ich dachte echt, dass es eigentlich ein ganz sozialer Mensch ist und nur ein bisschen irgendwie sich Items dupliziert. Aber jetzt beleidigt ihr erstmal euch als meine Community und dann ist er hier auf meinem Server, will dem Server nur pur schaden, hasst diesen Server. Jetzt schreibt er noch, Skygirl und Fox sind so dumm. Warum ist er denn hier und will euch den Spielspaß wegnehmen? Wer will einen Community, frage ich jetzt. So, und jetzt bin ich mal gespannt. So, da schreiben schon ganz viele ich und ich würde einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz nach oben und Freunde, wir werden diesen Typen jetzt gemeinsam als Community bestrafen und einfach mal den gesamten Citybuild Frozen Server hier Rechte geben, dass hier einfach jeder abbauen kann. Freunde, das wird so unfassbar lustig. So, ich werde mich jetzt erstmal an eine geeignete Position stellen. Ich mache hier nochmal euch schon mal den Eingang frei. So, Freunde, jetzt haben wir schon mal einen Weg frei gemacht und bevor ich das vergesse, mache ich noch hier seine Goldäpfel weg. Weil, wenn die Goldäpfel nicht weg sind, dann hat ja jeder ganz viele Goldäpfel. Und das sollte ja echt nicht das Ziel sein. Dann mache ich nochmal clear. Und nochmal clear und nochmal clear. So, die Goldäpfel sind jetzt schon mal weg. Und ich würde sagen, ich broadcaste jetzt nochmal über den gesamten Frozen-Server, dass sie dann die TPA von mir annehmen sollen. Nehmt alle die TPA an. / TPA all. Und jetzt habe ich eine TPA zu dem gesamten Server gesendet und jetzt warte ich erstmal, bis die alle überhaupt die TPA annehmen. Okay, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar. Und ich mache das nochmal. Und ja, das sind jetzt auf jeden Fall schon ein paar. Und Freunde, diesen Leuten werden wir jetzt auf diesem Grundstück Rechte geben. Oh mein Gott, Freunde, das wird so krank. Ich gebe denen jetzt einfach mal direkt Rechte. P@Sternchen. Und oh, ich sollte vielleicht P-Trust-Sternchen machen. Und jetzt kann einfach der gesamte Server auf dem GS abbauen von dem Typen. Und ich würde sagen, das ist einfach mal sowas von verdient. Sowas von verdient. Hier, die Farm da erstmal ab. Ihr sollt griefen. Ihr sollt griefen und nicht farmen. Los, grieft. So, Freunde. Und jetzt seid ihr mit dem Haus beschäftigt, würde sagen, das hat der Typ auf jeden Fall sowas von verdient. Aber sowas von. Weil wenn man hier auf den Server kommt und einfach nur den Leuten hier schaden will, den Server schaden will, uns als Hurensöhne beleidigt, euch als Hurensöhne beleidigt, dann hat man es wirklich nicht anders verdient. Ich würde sagen, das ist wirklich absolut selber schuld. Ich würde sagen, ich helfe euch nochmal ein bisschen und mache hier mal ein kleines Loch rein. Mach mal hier so. Und ich würde sagen, wie gesagt, absolut verdient. Wie gesagt, sowas passiert auf dem durchrasten.de Server mit Hackern, mit Scammern und einfach nur mit asozialen Leuten. Ich würde sagen, absolut verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, das würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns jetzt auf dem durchrasten.de Server, Freunde. Weil jetzt bin ich auf dem Citybuild Frozen Server zusammen mit dem lieben Forks. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Wir können zusammen zocken, zusammen schreiben, zusammen Screenshots machen, wie ihr Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Ciao.